Hallo, hallo, guten Morgen. Ich bin Tina. Ihr kennt mich als Elfenwolle bei Instagram und mein Shop heißt auch Elfenwolle bei Etsy. In Revelry gibt es eine Gruppe, die Elfenwolle heißt, für meine Videotagebücher bzw. für alles andere, was ihr aus meiner Wolle macht. Und wenn ihr mich privat finden wollt, bei Revelry heiße ich Tina Söckchen. Da steht auch alles nochmal drunter, wenn ich das Video hochlade. Ja, das ist meine 12. Folge. Es ist Mitte August und ich wollte heute das Video drehen, weil es sonst zu viel wird, obwohl ich nichts wirklich fertig habe, sondern an allem ein bisschen weiter gestrickt habe, einfach wegen der Abwechslung. Wird es trotzdem Zeit, euch das zu zeigen, denke ich. Ja. Ich fange mal an. Hier ist heute die Seite in meinem Tagebuch. Das sind Fasane. Habe ich sogar einen gesehen gestern. Schöne Tiere. Ja, und ich habe mir ganz viele Shownotes gemacht, was ich euch heute erzählen möchte. Fange ich gleich mal an mit dem, was ich heute trage. Wir haben nämlich, sagen wir mal, naja, so 20 Grad werden es sein, aber es ist kalter Wind, sodass ich einen Strickpullover trage. Meine Haare sind auch, die werden immer schlimmer. Ich muss jetzt wirklich zum Friseur. Ja. So, das ist er. Das ist mein zweiter Serenity. Den habe ich auch aus handgesponnener Wolle gestrickt. Und die Färbung heißt Lila Lolli. Das ist eine alte Färbung von mir. Ich meine, hier unten wird der ja so asymmetrisch gestrickt. Das finde ich total toll. Also der hängt dann hier so. Ist eher wie ein Kleid. Aber mache ich euch wieder hoch. Ich finde es sehr, sehr schön. Ja, und die Streifen, die ich gefärbt habe, sind auch bei dem zweifach verzwirnten super rausgekommen. Das hat sich total günstig aufeinandergelegt, sage ich mal, beim Zwirn. Hier am Ärmel ist es dann bei dem Strang ist es ein bisschen übergegangen, aber hier hat das überall gepasst. Das sieht bald aus wie Navarro verzwirnt, aber es ist nicht Navarro verzwirnt, es ist zweifach. Und auch bei dem anderen Zweifachen, was ich so stricke, habe ich schon gemerkt, dass ich die Streifen immer wieder rauskriege, die ich so färbe, aber es ist da natürlich ein bisschen überschnitten, aber bei dem hat es jetzt gepasst. Sollte so sein. Ja, das Muster ist von Rochi Locatelli. Die findet ihr bei Revelry. Und das ist ein Kaufmuster. Und das ist jetzt mein zweiter gewesen und ich stricke ja im Moment am dritten, aber dann ist es auch gut. Also ich finde, wenn ich ein Muster habe, da muss nicht mal die Farben oder so, suche ich mir meine Muster nicht nach Farben aus oder nach irgendwelchen eingestrickten Sachen, die da sind, sondern eigentlich nach dem Sitz, also wie das passt und wie der Schnitt mir gefällt. Und auf diese A-Form-Schnitte, das gefällt mir total gut und da stricke ich dann auch mehrmals von einem Muster. Weil ich finde, wenn man so sich ein bisschen was aussucht bei Revelry, wo man einem der Schnitt gefällt, dann gibt es jetzt gar nicht so viel dann Auswahl. Ne? Die Auswahl ist zwar an sich riesig, aber bei manchen sage ich dann, das ist mir zu normal oder so, da ist mir gar nichts Interessantes dabei und dann stricke ich es doch nicht, obwohl ich mir ja vorgenommen habe, jetzt mal normale Pullover zu stricken, damit ich sie auch tragen kann. Also auf der Arbeit. Ja, der Serenity. Da wollte ich noch mal gucken. Ich habe mir in meinen Shownotes da was aufgeschrieben. Achso, den habe ich mit 3/5er Nadeln gestrickt und die Wolle ist BFL Superwash mit Baby-Alpaka. Und das ist total weich und ich habe das jetzt auch auf der Haut hier an. Ich habe also hier nichts drunter, außer hier ein T-Shirt. Aber ansonsten habe ich hier so nichts drunter. Und ich trage das also auf der Haut. So, ich hatte 1500 Meter Garn versponnen. Ich habe nicht alles aufgebraucht, ein bisschen was ist übrig, aber es ist schon ziemlich viel reingegangen, da ich ja auch relativ groß bin und das sehr lang ist. Also es wird ja ziemlich lang gestrickt. Das geht mir halt bis Mitte Oberschenkel. So. Ja, das wollte ich dazu erzählen. Gut. Dann mache ich mit dem weiter, was ich fertig habe. Das sind meine Sohnsocken, aber nur einer. Also der ist jetzt fertig. Da war ich ja schon hier. Da ist mein kleiner Progress Keeper. Und habe dann nur noch die Spitze dran gestrickt. So, das war der Rest. Und damit ist der fertig. Das ist ein Opal Schafpate. Ich liebe die Schafpaten. Die sind irgendwie weicher wie das andere Opalgarn, finde ich.
Und die Färbung gefällt mir total gut. Die erinnert mich irgendwie an Advent. Ja, also hier der. Und den zweiten habe ich angefangen. Den habe ich gestern Abend angefangen. Und da bin ich jetzt so weit. Das ist hier mein Miele Cozy von Tienchen. Und da bin ich jetzt schon so weit. Da habe ich das Bündchen und die ersten paar Zentimeter vom Schaft. Die müssen ja fertig werden, weil mein Sohn hat ja im September Geburtstag. Das ist der Bobbel dazu. So sieht er aus. Also der lag so lange, weil der mir gar nicht gefallen hat. Also das hat mir absolut überhaupt nicht gefallen. Der lag ewig in der Kiste. Das ist einer aus der Vierer-Serie. So, die Farben habe ich mir gedacht, oh Gott, was wird denn das? Ja, und dann ist er so schön. So wird man überrascht. So, das ist ein fertiger Socken und ein angefangener zweiter. Aber ich habe auch was fertig bekommen. Und zwar was Gesponnenes. Soll ja hier auch meistens um Spinnfasern und um Spinnen gehen, also diese Haare. Das ist meine Testfärbung. Zweifach verzwirnt. Die hatte ich euch im letzten Video gezeigt. Da hatte ich die Single-Garne fertig, die zwei Spulen. Und jetzt habe ich sie verzwirnt und weich, und kuschelig weich. Und das habe ich mir gedacht, als die so auf der Spule waren. Aber das denke ich meistens, ich, oh, was wird denn das jetzt? Aber das sieht doch richtig toll aus, finde ich. Das ist eine schöne Färbung geworden. Gefällt mir. Also die werde ich dann auch mal für den Shop machen. Denke ich schon. Denke ich, dass euch das auch gefällt. Ist relativ bunt mit viel Grün drin und mal gucken, die hat auch noch gar keinen Namen. Die wollte noch nicht irgendwie heißen. Vielleicht wollte sie erst selbst sehen, wie sie aussieht. Ja, also den habe ich fertig. Der muss nur noch gebadet werden. Und ich habe noch eine zweite Testfärbung fertig. Also die hier. Das sind 100 Gramm. Aber die Lauflänge habe ich noch nicht ausgemessen, weil der noch gebadet werden muss. Ja. Dabei fällt mir ein, ich wollte euch noch sagen, wie die Lauflänge vom Arcadia ist. Die ist da, der ist doch ganz schön aufgeflufft. Das habe ich erst gar nicht so gesehen, aber das Taji flufft ja immer auf wie verrückt. Und das sind 522 Meter rausgekommen. Da kann ich ein Tuch von stricken, aber es reicht wirklich gerade so und ich habe es so dünn gesponnen. Also die Taji, also wenn ihr diese Wolle mal habt, wirklich echt dünn spinnen, selbst wenn ihr da dickeres Garn raus haben wollt, nicht so dick spinnen, weil die flufft nach dem Baden so auf. Wie Watte. Der ist, wird nicht so auffluchen, das ist der Merino mit Nylon. Der bleibt meistens so, wie ich ihn hier gesponnen habe. Ein kleines bisschen zieht sich das Merino noch zusammen, aber nicht viel. Ja. Und dann habe ich eine Testfärbung gemacht, die hatte ich euch letztes Mal gezeigt, als Kammzug. Und zwar auf BFL Milchseide und das ist nur ein Rest gewesen. Und da ist das rausgekommen. Das ist jetzt auch zweifach verzwirnt. Ich finde es total schön. Aber ich werde da noch was ändern dran. Weil was mir nicht gefällt, ist halt dieses Flachsgrün. Da ist zu viel davon drin. Und das ist ja einmal Olive und einmal Flachs. Und das ist mir einfach hier zu viel geworden. Und ich habe das dann so gesponnen, ich habe es in der Mitte geteilt und habe beide Hälften einfach jeweils auf eine Spule gemacht und habe es dann zweifach verzwirnt. Das hat wieder so gut gepasst, dass das im Prinzip fast übereinander gekommen ist. Also wenn ich das mal machen will, wenn ich das so haben will, klappt das nie. Nur wenn es mich überhaupt nicht interessiert und es mir egal ist, dann wird es immer so. Ganz komisch. Ja. Ist auch schön dünn versponnen. Die Milchseide, die hier drin ist, die glänzt auch total toll. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Gramm das sind. Irgendwie 80 oder so. Aber ausgemessen habe ich die Lauflänge auch noch nicht, weil der noch gebadet wird. Ja, und da, das erinnert mich irgendwie so an so eine Wassermühle, so ein altes. Ich weiß nicht, wenn man manchmal so. Also in Deutschland gibt es das eher kaum noch, aber wenn man in Frankreich oder in England so spazieren geht, da sieht man manchmal so alte Häuser. Stein gebaut und so, ganz, ganz toll. Also sowas finde ich ja absolut toll. Da könnte ich stundenlang sitzen und die Steine angucken, das Moos angucken,
alles ganz genau angucken, was da ist, in mich aufsaugen. So. Ja, und so an sowas erinnert mich das, an so eine alte Wassermühle, die nicht restauriert ist, sondern einfach so vor sich hin steht und von alten Zeiten erzählt. Mit den Steinen und dem Wasser. Ja, und da muss irgendwie noch was Lila dazu, habe ich beschlossen. Also ich sag mal, das werdet ihr jetzt hier gar nicht so sehen, den Unterschied von diesen beiden Grüntönen. Da ist nämlich einmal ist so ein Oliv dabei und einmal ist so ein Flachsgrün. Ich glaube, das gibt die Kamera nicht wirklich her. Ich hoffe es, aber ich glaube es eher nicht. Ja. Und da möchte ich ein Lila reinhaben, irgendwas Lavendeliges. Das passt super dazu, finde ich. Mal gucken. Also teste ich bei dem noch weiter. Das wollte ich euch damit sagen, dass es noch nicht das Endgültige ist. Und wenn mir dann der Kamm zugefällt, dann werde ich ihn auch in den Shop stellen. Und wenn nicht, experimentiere ich noch weiter mit den Farben. Aber eigentlich ist es so, dass ich dann, wenn ich sowas versponnen habe, so eine Probe, dann schon weiß, okay, jetzt muss da noch ein bisschen Lavendel dazu und dann ist super. Gefällt mir gut. Ja, der ist auch fertig. Und weil ich gerade bei den Kammzügen bin und euch das erzählt hat, ich hatte im letzten Video hatte ich eine Frage, wie ich meine Kammzüge teile, wenn ich Socken spinnen will. Also für Socken, Sockengarn spinnen will. Ja, also meistens, ich bin ja ein Fan von Streifen, von klaren Streifen. Und deswegen spinne ich meine Garne meistens in Streifen geteilt und dann eine Woche verzwirnt. Ich habe aber auch schon Socken gestrickt aus zweifach verzwirnten Garn. Also je nachdem, wie ich das machen möchte. Aber meistens spinne ich es halt so, dass ich es eine Woche zwirnen kann. Und dann teile ich den Kammzug einmal in der Mitte. Das mache ich trotzdem, weil ich die Abschnitte nicht so groß haben will. Für Socken muss man nämlich gucken, dass die Abschnitte nicht ganz so groß sind, weil ansonsten kriegt man so eine fetten Streifen in einer Farbe. Und das will ich dann auch nicht. Also maximal so soll der Streifen sein. Wenn, der kann auch ganz dünn sein, dass dann dünne Streifen untereinander kommen. Ich habe natürlich, jetzt habe ich einen Socken hier, wo ich das so gemacht habe. Ja, habe ich. Hier kann ich euch gleich mal meine Morning Skies zeigen. Und da seht ihr ja, wie die Streifen hier kommen. Und das habe ich dadurch erreicht, dass ich die Hälfte geteilt habe, also einmal in der Mitte durch den Kammzug. Ich mache mal einen auf hier. Das ist nämlich auch was Neues. Muss ich jetzt mal auffummeln, damit ich euch das zeigen kann. So, also bei dem hier zum Beispiel würde ich den dann so übereinander nehmen und dann wäre hier die Mitte. Und dann würde ich das hier als erstes teilen. Und dann würde ich diese Hälfte nehmen und nochmal in 5 bis 6 Streifen teilen. 4 müssen es auf alle Fälle sein, dann werden die Streifen dicker und ansonsten 5 ist so ein gutes Mittelmaß. Da kriegen die Streifen, also die werden sowieso nicht gleich, ne? Das ist ganz klar. Also so teilen kann wahrscheinlich niemand, dass die Streifen exakt gleich werden. Da müsste man das wirklich auswiegen, jede Farbe. Und das mache ich dann nicht. Ich teile mir da halt 4, 5 oder 6 Streifen, je nachdem, wie es kommt, teile ich das hier auch. Der zum Beispiel fällt jetzt hier schon fast in 3 auseinander und dann teile ich den nochmal, hätte ich 4, bei manchen 5. Also so mache ich das dann und spinne das hintereinander weg. Und dann nehme ich die andere Hälfte, teile die auch wieder genauso in 4 oder 5 Streifen und spinne das auch auf die gleiche Spule. Und das wird dann eine Woche verzwirnt. Man kann es auch so machen, dass man den komplett teilt, also den gesamten Kammzug in 4, 5 oder 6 Streifen teilt und die dann hintereinander verspinnt. Das geht auch. Aber ich mache es halt immer so, dann habe ich die Streifenfolge nochmal immer unterbrochen. So. Ja, dann wird eine Woche gezwirnt. Für die zweifach verzwirnten, da mache ich das ähnlich mit den Streifen, aber ich teile den in der Mitte und spinne ihn im Prinzip auf 2 Spulen. Also jede Hälfte auf eine Spule und teile aber trotzdem in 3, 4, 5 Streifen, die kommen dann halt untereinander. Also ich habe das früher mal so probiert, dass ich das wie hier, dass das so übereinander kommt. Aber da war mir immer zu viel Wischiwaschi dann dabei. Also ist immer so, entweder will ich es wirklich richtig klare Streifen haben, dann Navajo, oder ich will es durcheinander haben, dass ich sage, bei dem Garn hier,
hätte mir das mit dem Navajo nicht gefallen. Da gefällt mir das Zweifach viel besser, weil diese Farben, die dann aufeinandertreffen, nochmal ganz verschiedene Kombinationen bilden. Und das wird im Prinzip so interessant dann in der Socke oder in dem Tuch, was man dann strickt. Das gefällt mir. Und da will ich dann wirklich ganz viele Kombinationen haben und deswegen teile ich es nochmal. Also da würde ich dann nicht eins hintereinander, dass die Streifen alle aufeinander kommen, das mache ich nicht. Also entweder Navajo für Streifen oder eben richtig geteilt und durcheinander für so bunt, dass es so bunt durcheinander kommt. Ich denke mal so, das wird auch einen streifigen Effekt haben. Das haben die eigentlich immer, weil ich hatte ja meinen Sunny Afternoon so versponnen. Die Socken habe ich natürlich jetzt auch nicht hergeholt. Und da sind die Streifen auch rausgekommen. Aber eben nicht so krass. Das war trotzdem irgendwie bunt durcheinander. Ja, ich hoffe, ich habe euch das irgendwie gut erklären können. Das war die Frage zu meinem im letzten Video, wie ich das eben für die Socken teile. So, damit habe ich die besten Erfahrungen gemacht. Ja, und dann mache ich jetzt erstmal mit dem Gesponnenen weiter. Ich habe nämlich hier noch zwei Spulen voll gesponnen. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich die in der letzten Folge gezeigt habe, aber ich glaube nicht. Die habe ich erst am Sonntag gemacht oder so. Ich weiß es nicht mehr. Das sind zwei Spulen von meinem Michi und da ist jetzt Safolk-Fasern drauf. Also habe ich einen Garn gesponnen und da will ich ja ein Pullover von stricken. Und da sind zwei voll. Die sind so in der Stärke. Und ich zeige es mal hier vor der Wand, da könnt ihr es besser sehen. Und da muss ich noch verzwirnen. Also da steht ein Zwirnen an. Habe ich voll gemacht. Freue ich mich, dass ich da wieder was geschafft habe und auch weiterkomme. Und jetzt kommt das Neue noch, was ich mir vorgenommen habe zu spinnen. Das ist eine Färbung, die ich wieder gefärbt habe. Die hatte ich ganz früher schon mal. Die ist immer sehr gut angekommen. Und die habe ich jetzt sozusagen ein Revival gemacht. Und zwar sind das die Ranunkeln. Also das ist jetzt heller blau, wie die Kamera das gerade zeigt. Das ist ein hellblau. Wenn so ein krasses Pink dabei ist, dann hat die Kamera auch immer Probleme. Also Bärentöne. Ja. Das ist auch BFL-Milchseide und das sind zwei Reste gewesen. Und aus denen, das sind ein bisschen Nuancen, verschiedene Nuancen. Hier ist ein Grün und hier ist ein anderes Grün. Und ich habe mich jetzt für dieses Grün entschieden. Und die beiden Farben sind auch ein bisschen anders. Und das war so ein Test, wie ich es eben am besten mische, was am besten aussieht. Auch die lila Töne, die sind auch unterschiedlich. Ja, kommt als nächstes als Test auf mein Hansi hier. Ja, dann habe ich euch hier ja schon meine Tasche gezeigt, die ich von Hilltop Cloud in Wales gekauft habe. Dazu hier von Netty mein Needle Cozy und jetzt kommt mein, muss ich aufmachen, da bin ich schon relativ gut vorwärts gekommen mit dem. Meine Holz- und Steinnadeln, Ebenholz, die mag ich total. Bin ja sowieso so ein Holz- und Stein-Fan. Könnte ich noch immer Nadeln von denen kaufen, kaufen, kaufen. Aber ich habe auch schon ganz viele. Das ist mein Broker's Keeper hier mit der kleinen Kaffeekanne. Und das, was hier unten ist, habe ich alles dran gestrickt. Also die Ferse und hier unten bin ich jetzt bei den Abnahmen für die Spitze. Das muss ich noch machen. Und daran habe ich beim Stricktreffen gestrickt und habe das so weit gebracht, dass ich jetzt hier vorne bin. Und die Streifen, das gefällt mir total gut. Morning Sky, Morgenhimmel heißt die Färbung. Und die finde ich absolut toll. Ja. Das ist aber noch der erste. Was habe ich noch? Ach ja, meine Patches. Da ist wieder der grün ist, wo ihr die Farbe nicht seht, der immer rot auf der Kamera ist. Und das ist dran gekommen. Das eine habe ich geschafft diese Woche. So. Das ist meine Honigmausfärbung. Die habe ich einfach mal auf einen Rest von dieser Wolle gefärbt. Und die sieht richtig toll aus, finde ich. Ja, ein Patch dazu geschafft, habe ich jetzt vier. Also die Decke wird, wie ihr seht. Dann habe ich, muss ich jetzt mal auf meinen
Naja, an den Geburtstagssocken für meine Schwester habe ich nicht weiter gestrickt. Da ist mir immer noch kein Muster untergekommen, was ich gerne stricken möchte. Dann habe ich auch nicht weiter gestrickt an meinem rosa Serenity-Ärmel. Da hatte ich einfach überhaupt keine Lust zu. Die Woche war ziemlich vollgepackt und anstrengend. Wo ich aber weitergemacht habe, ist hier etwas an dem Hilltop-Cloud-Kammzug. Da ist jetzt noch so viel da. Und die Spule, die Spindel sieht so aus. Da ist jetzt, das ist ja hier meine schöne Blumenspindel, meine Glitzerblumenspindel. Und da habe ich etwas weitergesponnen. Die habe ich auch in Wales gekauft von Spin City United K. War ein langer Wunsch von mir und jetzt habe ich eine und sie spinnt sich super. Ich will das ja nicht ganz so dünn spinnen. Also für ganz dünn ist sie dann wahrscheinlich irgendwann, muss man das runterpacken, weil sie dann zu schwer wird. Aber da ich das ja für einen Pullover spinnen will und nicht immer mit 2,5er Nadeln stricken will, sondern auch mal vielleicht eine 3,5er wieder nehmen oder so, will ich das ein bisschen dicker haben. Ja. Da freue ich mich, dass ich da auch weitergemacht habe, damit das mal fertig wird. Jetzt habe ich noch was für euch und zwar mein Find Your Fade. Ja, ich fade immer noch. Ich bin auch weitergekommen, aber so schnell geht es dann bei den langen Reihen bei mir nicht, weil ich ja im Prinzip nur abends dran stricke. Und dann gucke ich mal, ob ich euch das jetzt hier zeigen kann. Wo ist mein Progress Keeper? Hier ist er. So, da seht ihr meinen Progress Keeper hier unten. Das ist ein kleines Tortenstück. Und das habe ich alles dran gestrickt. Ja, also ich bin immer noch bei der einen Farbe und immer noch nicht fertig mit dem Kraus-Rechts-Teil. Aber es gefällt mir. Und ich habe ein Stück geschafft. Ja, er wird die Seite, wo man praktisch jetzt hier wieder gewendet hat, ist hier. Die ist jetzt so lang. Ist jetzt hier die Ecke drin. Aber ein Stück kommt noch dran. Es kommt jetzt noch als mit der Farbe kommt noch ein so ein Lace-Teil. Ich habe jetzt nicht mehr viele rein. Dann kommt der Lace-Teil. Und den schaffe ich auch noch mit der Farbe, weil es relativ viel noch ist. Da kriege ich den Lace-Teil noch hin und auch das Blenden. Aber jetzt so einen großen brauche ich dann schon. Für die nächsten brauche ich auch immer so große Reste. Da habe ich noch ein paar, aber nicht mehr so viel Farbauswahl. Muss ich mal gucken, wie ich dann da dran setze noch was. Ich glaube, eine oder zwei Farben kommen noch dran. Ich weiß jetzt gar nicht. Eine oder zwei. Ja. Das ist richtig schön. Das ist mit Blau und Grau und Lila. Und das kommt hier richtig gut raus bei dem großen Tuch. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Habe ich auch gedacht, na, mal gucken, wie das wird. Aber sieht schön aus. Gefällt mir. So, das ist er. Geht schon ein bisschen runter, wird also richtig gigantisch. Kann man dann wahrscheinlich auch als Jacke tragen oder so. Und ist in meiner schönen Hühnertüte von Tintchen genäht. Ja, wandert da auch wieder rein. Passt fast nicht mehr rein. So. Das ist wirklich ausgefüllt. Gut ausgefüllt. Muss ich gucken, wie ich weitermache. Ich wollte euch ja noch die Solarfärbung zeigen. Das mache ich mal noch, die ich letztes Mal ausgeglast habe. Das ist jetzt das Grün-Gelb, was rausgekommen ist. Das sind die Coldswool-Locken. Und da hatte ich drin Brennnesseln und Tagetes. Brennnesseln und Tagetes. Mehr habe ich mir nicht aufgeschrieben. Komisch. Also es war definitiv mehr drin. Die Dahlien waren noch drin. Mein ganzer Blumenstrauß. Ja, sehr schön. Das ist ein richtig schönes Gelb. Da freue ich mich schon aufs Mischen. Dann hatte ich noch drin Leinen. Der Leinen ist grün geworden. Der hat den Grünton angenommen und das war grauer Leinen gewesen. Der war nicht gebleicht und der ist jetzt so grün geworden. Und das habe ich mir so gewünscht und es ist auch so geworden. Freue ich mich auch.
Und dann habe ich noch drin gehabt Rami. Ja, hier ist noch Rami. Der ist so geworden. Auch gelb. Und ich habe Rami ja einzeln gehabt. Den wollte ich euch auch noch zeigen. Den habe ich hier schon zum Zopf gemacht. Und der sieht so aus. Der hat hier so diese roten Stellen hier drin. Das sind die Cochenille. Läuse gewesen, die hatte ich so in eine Tüte gemacht und mit reingemacht. Also, ich sag mal, die muss man dann echt aufkochen. Das hat jetzt nur da funktioniert, wo die Wolle oder beziehungsweise das Rami direkt aufgelegen hat. Aber da hat es richtig gut gefärbt. Aber der Rest ist überhaupt nicht tangiert davon worden. Und das ist so ein schönes Beige geworden. Das gefällt mir. Freue ich mich auf die Pflanzenfärbung, die zu verarbeiten, freue ich mich auch. Aber das wird noch eine Weile dauern. Ich hatte ja jetzt, kann ich euch auch gleich hinten anzeigen, nochmal Rami eingeglast. Und da habe ich da Blauholz auch wieder zugetan und das sieht jetzt mittlerweile so aus. Ja, das war es jetzt zu meinen Pflanzenfärbungen für diese Woche. Es stehen ja noch welche draußen. Ich müsste mich auch ziemlich beeilen. Ich habe echt noch eine ganze Menge, was ich noch machen wollte. Und jetzt kann ich euch noch zeigen, was ich neu angefangen habe. Eigentlich wollte ich ja erstmal alles fertig machen, aber es hat mich dann in den Fingern gejuckt, da ich ja mein Acadia-Garn fertig hatte von der Bo, das ich von der Bo geschenkt bekommen habe. Und da habe ich lange nach einem Muster gesucht. Und dann lief mir bei Instagram eins über den Weg. Da habe ich irgendwie rumgeklickt. Bei jemand, mit dem ich befreundet bin, hatte ich etwas gesehen und habe dann einen Namen von einer Designerin angeklickt und die hatte dann das Tuch drin. Und das wird dann so. Ist auch eine Kaufanleitung und heißt Chemistry. Ich habe sie oben mal hingeschrieben, weil die erste Deckseite habe ich nicht mit ausgedruckt. Das ist die Form, weil ich das für mich ja nicht brauchte und da brauche ich nicht so viel Farbe verbrauchen, weil da war komplett dieses Tuch drauf. Ihr könnt es dann nachgucken, es ist bei Instagram und bei Ravelry zu finden. Ja, die Designerin heißt Jenny Faithfull und sie heißt bei Ravelry Sweet or Freak. Also Sweet or Freak bei Ravelry. Beziehungsweise bei Instagram, das hat sie hier nicht stehen. Ich glaube, Sweet or Freak Knits. Ja, doch hat sie stehen. Sweet or Freak Knits. So heißt sie. Ob ihr das lesen könnt hier unten. Mal gucken, ob ihr das lesen könnt. Das sehe ich ja auch, wenn ich aufnehme, mal erst hinterher, ob das so gut war. Naja, jedenfalls habe ich mir gedacht, okay, das ist für so ein Gradient, also für so einen Farbverlauf gemacht. Diese Färbung und da habe ich gedacht, das könnte ganz gut werden, da ich das ja so versponnen habe, dass es Streifen wären. Und mal gucken. Wahrscheinlich wären es doch ziemlich enge Streifen wären und dann vielleicht, naja, ich weiß nicht. Also, ich habe lange überlegt, aber dann habe ich gedacht, nee, das Überlegen bringt mich ja alles nicht weiter. Wenn ich es nicht anstricke, werde ich es nicht sehen. So, das ist mein Anfang. Da ist es noch ganz gut streifig und man fängt hier oben an. Und dann wird hier immer der Rand wird hier so mit einem Umschlag und zwei Maschen. Nicht glatt rechts, sondern kraus rechts. Und danach geht es hier mit glatt rechts, beziehungsweise hinten ist es ja dann links weiter. So, hier unten schlägt man an und dann wird immer zugenommen. Und dadurch entsteht dann diese Form. Da sind meine Nadeln. Das ist Falschenholz von Holz und Stein. Und ich stricke es mit 3/5ern. Das habe ich mir natürlich nicht aufgeschrieben, aber ich glaube schon. Ich habe ja hier mein Stricktagebuch. Da habe ich da schon eine Seite drin für. Ja, das sind 3,5er. Hier ist ja mein Garn. Und da ist der Anfang. Ja, also ich will es mal sehen. Hier sind es ja bisher sind es schöne Streifen geworden. So sieht es jetzt aus.
Sieht gut aus, finde ich. Aber hier oben wären die Streifen jetzt, wenn die Maschen mehr wären, wären die Streifen schon sehr dünn. Eigentlich war es total blöd gewesen. Ich hätte das echt hintereinander wegspinnen sollen und hätte dann das Tuch davon stricken sollen. Dann wären das hier unten dickere Streifen und oben dünnere gewesen. Naja, gut. Jetzt habe ich es halt so gemacht. Ja, das habe ich angeschlagen und bin auch schon. Das ist im Prinzip der erste Glattrechts-Mustersatz. Jetzt kommt der Lesteil dran. Da habe ich dann erstmal aufgehört. Den muss ich mir erstmal durchlesen. Da ist irgendwie eine Masche dabei, die ich gar nicht kenne. Und da muss ich mir erstmal gucken, wie das geht. Und da muss ich dazu Ruhe haben. Den habe ich auch am Sonntag angefangen. Wenn ich nicht arbeiten muss. Ja, der wohnt hier in meiner schönen Tasche von Sternenelfin, die ich von ihr habe. Und die gefällt mir total gut. Habe ich jetzt eine Nadel verloren? Ja, die liegt da. Naja, macht nichts. So, ich glaube, das war's für heute. Jetzt würde ich euch noch was zu meinem Shop-Update zeigen und ich muss zum Friseur. Zu meinem Shop-Update. Wen es nicht interessiert, dem danke ich fürs Zusehen und der kann jetzt abschalten. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen, meine Ausführungen zu meiner Wolle hier oder meinen Projekten. Mal gucken, wie viel ich nächste Woche schaffe, wann ich dann aufnehmen kann. Und dann wünsche ich euch eine wollige Zeit und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und was mein Shop-Update angeht, da fange ich hier jetzt mal mit meinem BFL-Nylon an. Das war jetzt der Rest von meiner Wolle, da muss ich jetzt erst wieder welche ordern, um die dann wieder färben zu können. Also ich glaube, ein oder zwei hatte ich jetzt noch, aber mal gucken, die dann nächste Woche noch, also am Sonntag noch mit reingehen. Am Sonntag gibt es ja ein neues Update. So, dann zeige ich euch mal diesen hier zuerst. Das war mal eine Probefärbung, die ich gemacht habe als Rainbow. Dann musste ich erst ein bisschen, manchmal ist das so, da muss ich Dinge manchmal länger angucken, dass ich sage, okay, sie gehen mit in den Shop. Und jetzt ist der mit im Shop. Der ist also in mein normales Sortiment übergegangen. Deswegen braucht der einen Namen und der hat gemeint, er will Crazy Bookworm heißen. Deswegen heißt er jetzt auch so. So sieht er aus und ist jetzt auf BFL und Nylon. Sockenmischung. Ich finde die Farben ja zusammen total schön. Jo. Jo. So, eine Färbung, die ihr schon kennt, die ich öfter mal mache, die ich total liebe, ist der Green Dragon. Den habe ich auch jetzt auf BFL Nylon gemacht. Da ist er. Ist auch im Shop. Weiter mit BFL Nylon ist der Ghost of Midnight. So schöne Blau- und Grautöne. Die färbe ich auch immer synchron, wie ihr seht hier. Damit man die schön zu Socken auch verspinnen kann. Und wer jetzt nicht in Abajo zwirnen möchte, dass der das sozusagen auch mit dem Übereinanderliegenden hinkriegen kann, dass die streifig werden. Da ist er. Dann habe ich noch BFL Nylon Oak and Alder wieder gefärbt. Das finde ich immer total schön. Das ist so eine schöne Herbstfarbe. Gefällt mir sehr gut. Liebe ich. Kann ja nicht alles selber spinnen und habe auch nie von allen Socken. Und deswegen gucke ich immer gerne, wenn ihr dann die Bilder zeigt. Das gefällt mir immer total gut. So sieht er aus und ist auch im Shop. Ja, und Wild Rose. Also Rosen ist ja so meins. Ich liebe Rosen und wilde Rosen und Duftrosen und englische Rosen und alte Rosensorten. Und dann habe ich hier mir ein bisschen Rose auf den Färbetisch geholt. Da ist er. So, das sind die BFL-Nylon. Ein paar sind auch schon wieder raus. Jetzt habe ich noch
BFL, Oatmeal, also Haferflockenfarben ist die Wolle in Natur. Und da habe ich drauf gefärbt hier auch den Oak and Alder. Die Farben kommen dann dunkler raus. Und wieder schöne Herbstfarben. Kommen wir ja langsam hin, wenn wir da so draußen gucken. Heute früh habe ich gesehen, da war also Tau auf den Autos. Das ist immer ein Zeichen, wenn im August Tau auf den Autos ist, dann kommt der Herbst. Ja, der ist auch im Shop. Und noch ein anderer, und zwar der Spice Market. Auch im Shop. Der hat hier auch so schöne hellere Töne drin. Ein bisschen sieht man hier auch noch dieses Haferflockenfarben. Das bleibt bei der Färbemethode immer ein bisschen da. Und das gefällt mir. So sieht er aus. Ja, und dann habe ich noch Merino-Nylon ein paar drin, obwohl da schon wieder welche raus sind. Einer ist mir gerade abgehauen hier. Den muss ich mal holen. So, da kommt ja gleich zuerst jetzt. Und zwar ist das der Cloud Dancer. Der ist sehr vertreten in diesem Sommer. Sehr viele Wolken, wo der drauf rumtanzt. Und die Farben finde ich absolut schön. Und ich habe es auch noch nicht geschafft, den zu verspinnen. Aber ich habe den ganz oft schon versponnen gesehen und ich bewundere den immer. Ja, den habe ich wieder mal gemacht. Den hatte ich eine Weile nicht gemacht. Dann haben wir hier Land of Dragons. Land of Dragons, so, wenn Englisch, dann schon ganz. Also das Land der Drachen. Das ist eine ganz alte Färbung. Wird aber immer gerne von euch gekauft und deswegen färbe ich ihn auch immer wieder mal mit. Finde ich selber auch schön, habe ich aber auch noch keine Socken von. Ihr seht ja, bei meinem Sockentempo wird es schwierig. Und dann eine Färbung, die heißt Erbsenprinz. Und ich liebe die Farben zusammen. Das sind so hier so gelbbraun, so Honigfarben, Senffarben. Und den hatte ich ja mit versponnen, der war mit in meinem kleinen Set, was ich verlost habe. Und da bin ich schon gespannt, wie ihr den findet. Habe ich versponnen, aber habe ich auch noch keine Socken von, weil ich nur einen Rest versponnen hatte, nämlich eine Probefärbung von dem. Total schön. Ja, das war's schon zu meinem kleinen Shop-Update heute. Das habe ich reingestellt. Ein paar sind schon raus, weil ich ja eigentlich am Sonntag reinstelle und heute ist ja schon. Ich nehme jetzt wirklich vor, zum Friseur zu gehen. Es ist schlimm mit mir. Ja, heute ist schon, was ist heute eigentlich? Dienstag. Deswegen bin ich heute wieder einen Tag im Verzug mit meinem Aufnehmen, aber die Zeit ist gerade so vollgepackt und dann habe ich auch mit Färben noch zu tun und stricken und spinnen möchte ich ja auch was. Und dann ist manchmal mit dem Aufnehmen hängt ja noch mehr dran, man muss es ja auch schneiden und rüberladen und ist ja nicht nur einfach aufnehmen und dann habt ihr das. Wäre eigentlich auch gut. Aber ist noch ein bisschen Arbeit mit dran. Und deswegen muss ich mir da immer einen Tag aussuchen, wo ich auch dazu Zeit habe. Dass es dann nicht einfach da liegt und ist schon gar nicht mehr aktuell, wenn ich es reinstelle. Ja. Was gibt es sonst so? Na, es soll wieder wärmer werden, hat der Wetterbericht heute Morgen gemeint. Zum Donnerstag hin soll man nochmal richtig warm kriegen, also 28 Grad. 27, 28, da freue ich mich auch drauf. Kann man so die T-Shirts nochmal anziehen, die man diesen Sommer wenig gebraucht hat. Ich habe vor dem Sommer überlegt, Mensch, ich muss mir noch T-Shirts kaufen. Ich habe gar nicht mehr so viele, hatte viel aussortiert, aber ich habe es nicht gemacht und ich habe es auch nicht gebraucht. Jetzt brauche ich sie auch nicht mehr kaufen. Jetzt ziehe ich ja wieder die Wollpullover an. Eingezogen ist bei mir auch nichts. Ich wollte erst nochmal mir Opalwolle kaufen, aber da habe ich dann irgendwie keine Lust gehabt, da rumzusuchen im Internet, wo ich die kriege. Ich wollte zwei bestimmte Schafpaten aus der neuen Serie haben.
Und bei Zwerge auf der neuen Seite, also bei Opal, da habe ich überhaupt nicht durchgesehen, habe ich die überhaupt gar nicht richtig gefunden. Die ist irgendwie anders, die Seite. Und da ich nicht so viel Zeit hatte, habe ich das alles gelassen und habe beschlossen, dass ich das eventuell beim nächsten Wollefest mal gucke, ob ich da schöne Wolle kriege, ob ich die Schafpaten kriege oder eben äquivalent andere Wolle, weil ich noch für meinen Chiropraktiker auch ein paar Socken stricken will und der mag blau. Und meine blaue Wolle ist, glaube ich, jetzt alles aufgebraucht. Es sind noch andere Farben da, aber die blaue Wolle ist weg, komplett verstrickt. Früher habe ich die Schafpaten ja mal regelmäßig jedes Jahr die ganze Serie genommen, aber die habe ich jetzt schon ziemlich abgearbeitet. Was ich auch ganz gut finde, weil die Vorräte wirklich überhand genommen haben. Das geht so nicht. Macht ja auch keinen Spaß, wenn man dann immer denkt, ach, das würdest du anstricken und das würdest du anstricken. Und das finde ich dann nicht so gut, wenn ich immer denke, ja, in Jahren mal irgendwann. Also ich stricke das dann auch ganz gern gleich an. Ja, das hier. Das wird wahrscheinlich mit in den Shop einziehen, denke ich mal. Wenn das gewaschen ist, werde ich das mit reinstellen. Ja, mal gucken. Mit dem Tuch werde ich relativ langsam weiterkommen. Ich will schon den Find Your Fate erstmal fertig machen, weil der ja so ziemlich zum dem Ende zugeht. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, nur ein Tuch auf den Nadeln zu haben, weil ich das einfach von der Zeit her sonst nicht schaffe und zu viele Projekte habe und nichts wirklich weitergeht. Aber jetzt habe ich das angestrickt und freue mich da auch, weil ich die Wolle unbedingt probieren wollte, wie sie sich verstrickt. Verstrickt sich super und ist auch richtig weich. Also gefällt mir gut. Ja. Ja, was gibt's noch? Nein, nichts weiter von mir. Das war's dann für heute. Dann verabschiede ich mich jetzt von euch. Und mein schöner Blumenstrauß, den kann ich euch nochmal zeigen, den ich mir mitgebracht habe. Mit Sonnenblumen, aber der verblüht auch schon wieder langsam und der Rest, das sind Dahlien dabei. Ganz kuriose Dahlien hier mit zwei Farben und so. Und der kommt dann auch mit in mein nächstes Färbeglas, was ich dann noch machen will, weil eine Portion habe ich ja noch. Und dann noch die ganzen Locken von dem Shetland, BFL Shetland Mix. Die habe ich auch noch alle. Die habe ich schon alle gebeizt. Also mit Beizen bin ich jetzt soweit durch. Da habe ich nur noch die. Ich weiß so gar nicht, ob ich noch eine Beize ansetze. Na, mal gucken. Also wie gesagt, bisschen was hätte ich noch zu beizen, aber es wird doch relativ spät. Ich müsste mir dann überlegen, mir wirklich mal einen alten Topf vom Flohmarkt zu holen, weil ich habe irgendwie meine alten Töpfe alle weggeschmissen. Genauso wie ich meine Pflanzenfarben, im Prinzip die ganzen Pflanzen alle verschenkt habe. Und jetzt habe ich mir das Blaue jetzt wieder geholt und meine Freundin Bettina hat mir noch ein paar, also ein paar abgepackt, ein paar Pflanzenfarben, damit ich die in die Färbegläser mit reinmachen kann. Ja. Aber im Moment bin ich mit den Dahlien ganz zufrieden. Also das wären schöne Färbungen. Die färben wirklich richtig gut. Das lohnt sich, so Dahlien zu machen. Das könnt ihr ausprobieren. Die färben nicht alle gleich und ich habe sie jetzt auch nicht geteilt. Ich habe sie halt so genommen, wie sie im Strauß kamen. Und mal gucken, bei dem nächsten Glas, das sieht so in grünlich-beige-grau aus, wie was da drin ist. Da bin ich gespannt, was da rauskommt. Mal gucken. Das gefällt mir schon. Naja, ich muss mich schon immer zurückhalten, nicht, dass ich da überall Blauholz und Rotholz mit reinwechsle. Dann wird das natürlich nichts mit den Dahlien. Ja. So, jetzt sage ich schon wieder Tschüss. Macht's gut. Habt eine schöne, wollige Zeit. Und ich freue mich, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mir Kommentare hinterlasst oder irgendwelche Fragen, könnt ihr unten drunter schreiben. Und wir sehen uns dann nächste Woche. Mal gucken, wann ich da aufnehmen kann. Und dann sehen wir uns wieder. Hoffe ich, dass euch das gefällt und dass ihr wieder zuschaut. Vielen Dank und macht's gut.